Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen am Challenge-Tag Nummer 23. Und ja, mein F15 ist über, nee, morgen. Morgen ist der letzte Tag von meinem F15, also gibt es übermorgen Ergebnisse, wobei ich natürlich auch die 28 Tage der Challenge mit beende. Also ich mache sowieso mit dem F1 weiter. Ja, gestern war echt cool, weil wir hatten wieder Pfälzer Stammtisch mit der Jessie und mit der Shalima. Also wir haben eine coole Podcast-Folge für euch aufgenommen, das Thema Food Porn. Also schaut ihn euch auf jeden Fall an. Kann sogar sein, dass der heute schon online kommt. Also sprich, wenn ihr dieses Video seht, schon online ist. Oder spätestens morgen online kommt. Egal wie es ist, guckt auf jeden Fall danach und hört es euch an. Ist auf jeden Fall ein richtig cooler Podcast geworden. Ja, ich sitze jetzt hier wieder vor meinem Frühstück, weil ihr wisst ja, wer mir auch auf Instagram oder egal wo auf Social Media folgt, weiß, Frühstück ist immer Garcinia, 30 Minuten warten und dann geht es erst weiter und diese 30 Minuten sind jetzt gleich vorbei und dann kann ich vom Frühstück weitermachen. Warum macht man das? Die Garcinia ist da, um den Blutzuckerspiegel gleich zu halten und somit Heißhungerattacken zu vermeiden und dass die wirken kann, nimmt man die mit einem Glas Wasser und wartet 30 Minuten, bis man quasi mit dem Frühstück weitermacht. Oder generell auch abends nimmt man ja auch eine Garcinia vorm Essen quasi, aus dem Grund. Also ich finde sie mega gut, weil ich bin ja prinzipiell eigentlich, kann man schon sagen, ein Diät-Profi. Bevor ich hier zu Forever kam und bevor ich Clean9 kennengelernt habe und F15, habe ich sämtliche Diäten durchgehabt. Und das Ding ist, man hält es alles eine Zeit lang durch, aber irgendwann kommen halt diese Heißhungerattacken, also vor allem bei mir auf süß, und das habe ich halt hier nicht. Durch die Garcinia ist es wirklich tipptopp, da kann man echt nichts sagen. Und ja, auf jeden Fall, wenn man die 30 Minuten gewartet hat, geht es mit der Aloe weiter, für die 260 Vital- und Nährstoffe, die da drin enthalten sind, aber auch um den Darm quasi gereinigt zu halten. Und dann geht es weiter mit einem leckeren Vanilleshake als Frühstück. Hier ist unter anderem Tryptophan drin und das ist, weiß ich nicht, viele Frauen werden das vielleicht kennen, wenn man so im Stress ist, hat man das Gefühl, man muss sich so ein Stück Schokolade in die Kimo schieben. Und hier ist eben, also in der Schokolade ist Tryptophan enthalten und eben in dem Shake auch. Das heißt, man hat so das Glücksgefühl, also es geht einem einfach gut. Jessie und ich, wir haben das schon getestet. Also die Laune ohne Shake ist durchaus schlechter, kommt natürlich auch auf die Zyklus, kommt natürlich auch darauf an, welchem Zyklus man, Tag man sich gerade befindet, aber ist auf jeden Fall so. Und dann gibt es noch Agi, Q10, meine Daily Supplements und die Term, um den Stoffwechsel quasi anzukurbeln, auch nochmal vom Programm her. Ja, und dann geht es schnell hoch für meine Morgenroutine, dann schnell mit dem Harrison raus, weil ich habe um 9 schon einen Termin mit meinem Opa. Und Dama muss auf jeden Fall einkaufen, wir haben nichts mehr zu essen da, aber Einkaufszettel ist schon geschrieben, sollte schnell gehen. Ja, und dann, wie immer, lernen, arbeiten und ich überlege gerade, steht heute noch irgendwie was an? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Eigentlich wäre heute Hundeschule mittwochs, aber aufgrund des Wetters fällt die Hundeschule aus. Ja, in diesem Sinne, schauen wir mal, was der Tag so bringt. Dobro jutro, good morning. Und oh je, was ist das für ein Tag? Das scheint gar nicht hell zu werden draußen. Ich schaue mir jetzt in der Küche meines warmes Wasser, schöne Aloe. Und dann starten wir ganz gemächlich in den neuen Tag. Bis dahin. So, ich mache mal der Cookie Wookie. Es gibt heute Freestyle-Rezept. Und zwar ein Hackfleisch-Eintopf mit Gemüse. Mache ich jetzt einfach so, wie ich Bock habe, aus dem Kopf. Ich war nämlich heute einkaufen, habt ihr gesehen. Und habe da einfach so ein bisschen was gekauft, wo ich dachte, das schmeckt bestimmt ganz gut. Und ob es dann auch wirklich schmeckt, werden wir dann sehen. Also ich will jetzt erstmal hier am Zwiebel schälen. Knoblauch, dann kommt fettreduziertes Hackfleisch rein. Also Rinderhack für das Eiweiß und dann schauen wir mal, was das wird. So, Hackfleisch, Zwiebel, Knoblauch, Gewürze werden hier angebraten. Hier bin ich gerade am Ciambioni machen. Und da drüben habe ich schon Bohnen geschnitten. So, jetzt habe ich hier Lauch und Tomaten noch mit drin. Und jetzt kommt hier Bohnen und Champignons noch mit rein. Also, was anderes geht es nicht mehr. Ich hatte eigentlich noch überlegt, ein paar Kartoffeln oder Möhren oder so. Oder vielleicht noch Mais. Aber ihr seht, es ist schon ziemlich voll. Also ich denke, ich lasse es so und fülle es jetzt einfach mit Tomatensauce noch auf. Lass es kochen. Ja, es schmeckt ganz gut. Ich werde berichten. Harrison, wann lernst du dein Kram aufzuräumen? Wann lernst du dein Kram aufzuräumen? Brauchst du nicht weggehen? Alright, alright. Bis nach Pischlern. So, dinner is served. Bitteschön, dankeschön. So.
denke mal, den ersten Clip von der Fellpflege hat jeder gesehen, oder? Man hat die Möglichkeit, den zu sehen, unter den Shorts. Jetzt geht es zurück ins Büro, Part Nummer 2 der Fellpflege. Und also quasi die Fellpflege komplett abgerundet. Ne? Also das, was man so machen kann, als die tägliche Routine, aber durchaus das ein oder andere Mal während der Woche oder wenn es auch das Wetter mal so hergibt. So, das steht. Was kannst du? Tell me more, was kannst du? Machen. Was denn? Ich will einloggen. So, eine kurze Storytime, die ich heraushauen muss. Hier steht ein Kasten Wasser, aber nicht nur irgendein Kasten Wasser. Ein Kasten Wasser, den der kleine Odyssee für uns schon hinter sich hat. Weil es ist hier das ganz spezielle, jetzt keine Werbung oder sowas, aber das Lauretaner Heilwasser. Beste Werte, die ist das. Wir wollen das Wasser aber für eine Sohle benutzen. Wir wollen eine Sohle anlegen, ansetzen. Ja, das soll meiner Schuppenfläche helfen. Pipapo. Ne? Also hier, naturell. Auf der Hersteller-Website. So, auf der Hersteller-Website gibt es ein Verzeichnis von Einzelhandelsunternehmen, Einzelhändlern, Bioläden, ja, die das Wasser führen. Jetzt war es halt immer so, dieses Verzeichnis ist nicht aktuell, nicht gut gepflegt oder wie auch immer. Auch die Suche ist nicht so ganz einfach. Wo uns dann die Suche auch immer nach Neustadt an der Weinstraße verschlagen hat. Und dort hatten sie dieses Wasser nicht, ärgerlich. Eben gehe ich zur Apotheke, besorge was für den Opa, ne, ein paar Augentropfen, dies, das. Sehe noch die Ingrid. Ingrid, servus, wenn du das hier siehst. Schalimas Mutter. Und laufe an diesem Bioläden bei uns vorbei, herrlich, oder wie der heißt. Und siehe da, Lauretaner. Ich so, ist es das jetzt, sind das die Zeichen? Ist es jetzt soweit, können wir endlich die Sohle ansetzen? Reingegangen und wie es der Zufall wollte, hatte die Dame wirklich nur noch ein Sechserträger, beziehungsweise hier eine Kiste, ein Kasten da. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, jetzt müssen wir das alles nochmal raussuchen und rausfiltern, wie das funktioniert mit der Sohle. Und dann ja, geht's auf die Reise hier. Lauretaner, bitteschön, dankeschön. So, gucken im Büro, hab grad eben nochmal ein schnelles Produktding abgedreht, Fellpflege von Harrison Part 2. Das kommt morgen, denke ich, in die Shorts, in die Story, wie auch immer. Und die Jenny fragt gerade eben, was mit den Abonnenten? Weil ich sehe es ja in den Analytics von YouTube selbst. Also wir haben wirklich viele wiederkehrende Zuschauer, die einfach kein Abo da lassen. Wir sehen auch die Geschlechterverteilung, ja, männlich, weiblich. Wir sehen das Alter, wir sehen die Region. Man sieht aber halt eben auch, wer nicht abonniert. Deswegen, ich will nicht schnurren, wenn ihr doch eh wieder aufs Video klickt, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und. Podcast Nummer 6, der 6er Podcast. Foodporn demnächst online. So, jetzt mal gespinnt hier in die Abmoderation. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Zuhören, wie auch immer. Liken, kommentieren, abonnieren, die Glocke aktivieren und das Ganze natürlich teilen. Teilt das mit der ganzen Welt, was wir hier so treiben. Ich hocke jetzt hier gerade just am Kroatien-Vlog. Es wird. Ich hoffe, dass ich das noch hochladen kann. Podcast ist aber schon geschnitten, den muss ich noch hochladen. Ansonsten ist einiges noch passiert heute Abend. Also produktivitätsmäßig. Wir gehen jetzt aber kurz hier in diesen Vlog noch rein, schneiden den ganzen zusammen und dann gehen wir auch ins Bett. Vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Schaltet auch morgen gerne wieder ein. Und ja, bleibt mir gesund, bleibt mir stabil. Bis dahin. Und ich bin voller Hundehaare.